oder so. Guten Morgen. Morgen. Wir brauchen heute einen Regenschutz, weil es kann zu regnen anfangen. Es soll heute jeder dann allen mit, alle Tag. Ja. Wir haben dann auch alle Tag auch mit eine Kappel, weil es kann auch die Sonne rauskommen, dass wir einen Schutz haben und auch, dass wir eine Sonnencreme auch mit haben. Mhm. Das ist die Grundausrichtung und da schaut jeder selber. Zum Trinken holen wir Wasser mit und da sind Becherlein drinnen. Da hat nach jeder Becherlein, merkt er sich die Farbe. Und bei der Pause gibt es auch Äpfel zu essen. Aber was ist, wenn ich auf die Toilette müsse? Wenn ich auf der Toilette müsse, so steht das Fahrzeug da bereit, damit sie es heim auf den Hof fahren können und in 5 Minuten seid dort am Hof, eben zur Toilette zu gehen. Wichtig ist, dass es gute Schuhe anhabst, aber ein paar Stiefel auch mit habs, weil es können oft Lacken zwischen den Reiten sein. Ja. Da haben wir die Werkzeuge, die wir alle Tag brauchen. Einmal ein paar Handschuhe, was jeder einmal kriegt und danach auf das schaut. Und sollte der Handschuh hin werden, rechtzeitig sogen, dann kriegst du noch jeden. Aber auf jeden Fall schaust du es selber, dass du jeden Tag das mit habst. Ja. Dann haben wir einen Stechkorb, wo wir die Spargel vorsichtig einlegen. Wir haben hier zum Schleifen Geräte, da, die wir allem da am Tisch lassen. Da haben wir ein Stechmesser, das eine eigene Form hat, um eben die Spargel optimal auszustechen. Eine Markierung bei 25 cm, um in etwa schon die richtige Länge zu haben. Und dann haben wir die Streichkelle, wo wir mit dem auch wieder danach die Dämme wieder zuordnen. So, jetzt habe ich die Handschuhe umgelegt und jetzt gehen wir das Messer schleifen. Das heben wir mit einer Hand, nehmen die Feil und den auf der Unterseite so schleifen. Allem auf der Unterseite, weil beim Einstechen das dann auch besser eingleitet beim Spargel, um den auszustechen. Da kann man nicht falsch machen. Wohl, man kann es falsch machen, wenn man zum Beispiel dagegen würde schleifen. Oder so heben, dass man sich verletzen kann. Deswegen hebt man das Messer so und von sich weg, so kann man sich einen nie wehtun. Einmal tun wir mit der Feile gründlich schleifen zu Beginn des Soges und danach tun wir jedes Mal ein bisschen nachschleifen. Wenn man zum Beispiel die Reihen einsticht und dann wieder raus und man ist wieder da, dann nimmt man das und tut so nachziehen. Ja. Okay. Danke. So, dann die Handschuhe anlegen und dann nehmen wir die Werkzeuge und gehen rein in der Reihe. Jetzt gehen wir da rein und wird eigentlich gezeigt, wie man richtig Spargel sticht. Jetzt ist die Sonne rausgekommen und dann setzen wir eine Kappe auf. Ich sehe schon oben. Ah, du hast schon auf, ja. Da haben wir den Federstuhlstäbe, den wir brauchen, um ein Minitunnel über die Ederreihe zu hoben. Und den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist warm genug. Ja. Dann tun wir den zusammen. Okay. Beim Zusammentieren ist aufzupassen, dass die anderen Mitarbeiter weit genug weg sind, weil die können auch federn und dem anderen ins Gesicht schlagen. Selber passiert da nichts, aber wichtig ist, dass die anderen weit genug weg sind. Und dann ausziehen, aufpassen, dass es nicht federt. Und dann tun wir sie zusammen. Noch den nächsten. Und wenn wir noch ein Backtel haben, dann tun wir sie zusammenbinden. Gell? Dann kannst du den nächsten nehmen. Ja, gehen wir weiter. Ja, die anderen noch weg. Ja. Daher, ja, ist richtig. Da haben wir alles in einer Hand: den Stechkorb, Stechmesser und die Streichkelle. Und mit der anderen Hand decken wir die Folie ab. Stellen dann den Stechkorb da nieder, wo kein Spargel steht. Nehmen die Werkzeuge außer. Die Haltung ist so, dass wir leicht brat stehen, damit wir ein bisschen tiefer sein. Das Kreuz gerade haben.
und groben den Spargel vorsichtig aus mit zwei Fingern und den die eher da auer und nicht da oben, damit wir sie danach wieder haben, das Loch zuzumachen. Dann fahren wir vorsichtig oben mit dem Stechmesser bis da zu der Markierung und hebeln dann den Spargel aus und legen den Spargel sehr vorsichtig in den Stechkorb ab. Dann gehen wir weiter beim nächsten, auch wieder schön oben und so spielen wir am wenigsten am Kreuz. Wir gehen dann weiter, nehmen den Stichkorb und haben alle drei Werkzeuge in einer Hand. Damit wir auch danach frei haben, die Folie anzudecken, gehen dann weiter und stellen den Stichkorb da an, weil würden wir den Stichkorb da niedertun, so haben wir es allein härter, müssen wir das so ins Bucken abzulegen. Wenn wir den Stichkorb da haben, dann haben wir es ja viel einfacher, da niederzulegen, als so ganz oben. Deswegen alle in reicher Nähe den Stichkorb abstellen. So, jetzt nehmen wir jede Reihe und jeden Tag wird die gleiche Reihe gestochen. Haben. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. Da ist Gelegenheit, die Hände hochzuwaschen. Und danach haben wir etwas zu trinken da. Und den Äpfel. Und sollte etwas passieren, so haben wir da Pflasterlein. Oder wenn jemand übel wird, auch die Notrufnummer 118 ist da auf dem Koffer oben. Aha. Auf jeden Fall die anrufen, dass wir eine schnelle Hilfe kriegen. Was kann denn konkret passieren? Eigentlich kann da nicht viel passieren. Ne? Das kann höchstens, wenn man mit den Stäben nicht aufpasst, aus Unvorsichtigkeit, dass man sich der andere verletzt. Mhm. Oder sonst passieren kann sicher, dass jemand übel wird. Es kann oft manchmal heiß sein. Da. Man kann eben vielleicht übel werden. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man da eben die schnelle Notrufnummer anruft. So, jetzt sind wir fertig. Jeder tut sein Zeug selber mitnehmen und allem schauen, dass er sein Werkzeug benannt hat.